Hi, ich bin Arissa von AFS und erzähle dir heute etwas zum Thema Autofahren im Ausland. Dabei werde ich auch so ein bisschen auf die Unterschiede zu Deutschland eingehen und vielleicht auch dir noch den ein oder anderen Tipp mit auf den Weg geben. AFS Educational Travel. Das Autofahren in Deutschland kann sich schon deutlich von dem Autofahren im Ausland unterscheiden. Und hier nenne ich euch jetzt so ein paar Beispiele anhand von Ländern. In den USA ist es zum Beispiel so, dass an der Kreuzung kein rechts vor links gilt, wie wir das hier kennen. Hier gilt die Regel, wer zuerst da ist, der fährt auch zuerst. Außerdem kann man zum Beispiel rechts abbiegen, auch wenn die Ampel rot ist. Es sei denn, da steht jetzt nochmal explizit ein Schild, was das eben verbietet. Auf Highways gibt es eine sogenannte Carpool Lane. Das bedeutet, du darfst diese Fahrbahn nur nutzen, wenn du mit mindestens einer weiteren Person im Auto sitzt. Solltest du also alleine unterwegs sein, müsstest du auf eine der anderen Fahrspuren ausweichen. Bei Polizeikontrollen gilt immer Hände ans Lenkrad und diese auch wirklich erst runternehmen, wenn der Polizist oder die Polizistin es ausdrücklich erlaubt. Auf unserer amerikanischen Webseite findest du unter dem Punkt Resources nochmal hilfreiche Informationen zu den Regeln in den einzelnen Bundesstaaten der USA. In den meisten Au-pair-Familien ist es tatsächlich auch so, dass die Familien keine Schaltwagen haben, sondern eher Automatikwagen. Hier musst du dir aber tatsächlich gar keine Sorgen machen, denn man gewöhnt sich sehr, sehr schnell um. Gleiches gilt auch tatsächlich für die Größe der Autos. Oftmals ist es auch da in den USA so, dass die Autos größer sind. Aber die Fahrspuren und die Parkplätze, die sind eben auch breiter und von daher gleicht sich das am Ende eben wieder aus. In Australien und auch in Neuseeland ist ein ganz anderer Punkt eine größere Herausforderung für uns Deutsche. Dort herrscht nämlich Linksverkehr. Das bedeutet, du musst auf der linken Spur fahren, statt, wie wir es hier gewöhnt sind, auf der rechten Spur. Hier ein kleiner Tipp von uns. Mach dir am besten einen kleinen Sticker mit dem Wort Left auf das Armaturenbrett. So weißt du immer, okay, ich muss links fahren und das hilft dir vielleicht zum Beispiel auch in einem Kreisverkehr, damit du eben nicht nach rechts einbiegst. Häufig ist es auch so, dass Blinker und Scheibenwischer in den Autos vertauscht sind. Das heißt, überprüfe am besten vorher nochmal, bevor du abbiegst, ob du auch tatsächlich den Blinker betätigt hast und nicht aus Versehen einfach nur den Scheibenwischer aktiviert hast. Besonders in Australien solltest du nachts oder auch bei der Dämmerung aufpassen und vielleicht langsamer fahren, da es eben dort häufig dazu kommen kann, dass Kängurus oder andere wilde Tiere die Straße überqueren. Grundsätzlich gibt es noch ein paar generelle Tipps zum Thema Autofahren. Beispielsweise solltest du auf jeden Fall auf die Speedlimits achten. Es ist nämlich tatsächlich in allen drei Ländern so, dass es nicht wie hier in Deutschland auf den Autobahnen teilweise unbegrenzte Geschwindigkeiten gibt. Die haben tatsächlich spezielle Limits und an die sollte man sich auch auf jeden Fall halten. Kläre am besten vor der ersten Fahrt mit deiner Au-pair-Familie, was zu beachten ist, falls vielleicht doch mal etwas passieren sollte. Und am besten fährst du ganz am Anfang mit deiner Au-pair-Familie gemeinsam die häufigsten Strecken ab. Einfach, um auch selbst sicherer zu werden. Mache dich auch mit den Babyschalen oder Kindersitzen vertraut. Also schau dir genau an, wie die installiert werden müssen und auch, wie die Kinder am besten gesichert sein sollten. Lasse dir auch von deiner Au-pair-Familie einmal alle Knöpfe im Auto zeigen. Es kam tatsächlich schon vor bei einem Au-pair, dass sie auf der Suche nach einem bestimmten Knopf ganz viele gedrückt hat und aus Versehen Kofferraum und Handschuhfach für mehrere Tage komplett verriegelt hat. Also auch da vorher besser nachfragen. Solltest du noch weitere Fragen zum Thema Autofahren haben, melde dich gerne telefonisch oder per E-Mail bei uns im Bonner Hauptbüro und wir helfen dir gerne weiter. Um ansonsten weiterhin up-to-date zu bleiben, schau gerne bei unseren Social-Media-Kanälen vorbei, denn dort berichten auch Teilnehmer vor Ort von ihren Erfahrungen und da hast du auch die Möglichkeit, noch Fragen zu stellen. Ich hoffe, ich konnte dir mit dem Video ein bisschen weiterhelfen und bis zum nächsten Mal. AFS Educational Travel.